Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Firma Akaso hat mir kostenlos zu Testzwecken eine Actioncam zur Verfügung gestellt. Und zwar ist das die Brave 7 LE Lounge Edition. Natürlich gibt es keinerlei Vorgaben oder irgendwelche meinungsbildende Maßnahmen für dieses Video. Das ist hier alles auf meinen Mist gewachsen. Das ist mir wichtig, das nochmal zu erwähnen. Also erhebe ich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Natürlich habe ich die schon ausgepackt und ein bisschen mit rumgespielt, Akku geladen und die ganze Pipapup. Damit ich ja auch eine Aussage treffen kann. Ich sag mal klar, wie so performt und sowas alles. Deswegen gibt es leider kein Unboxing-Porn. Ich bin da gar nicht böse drum und ihr wahrscheinlich auch nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, was da alles so mitgeliefert wurde. Das ist nämlich eine ganze Menge. Und danach switchen wir ein bisschen durchs Menü und dann zeige ich mal ein bisschen die Kamera, ein paar Probe-Footage-Aufnahmen und ja, wie die so performt. Der eine oder die andere kann sich von der Kamera selber überzeugen. Wir haben eine zweite bekommen, original verpackt, alles noch foliert. Die würden wir am Ende des Videos gerne verschenken. So eine Art verspätetes Weihnachtsgeschenk vielleicht. Was er dafür machen muss, sage ich am Ende des Videos. So, jetzt aber erstmal auf den Tisch, mal zeigen, was alles so dabei ist. Und da ist das gute Stück auch schon. So, und dann gibt es 1, 2, 3 Säckchen. Akasogo Club, gut, wer es möchte, wer es braucht. Und Quickstart Guide. Gibt es dann in mehreren Sprachen. Einfach hier den QR-Code scannen und dann hast du das auf deinem Handy. Die Bedienungsanleitung. So, nette Verpackung. So sieht's aus. In diesem Case hier ist die Actioncam 40 Meter wasserdicht und ohne, was sich übrigens auch super öffnen lässt, und so wie sie jetzt hier ist, ist sie laut Akaso 1 Meter wasserdicht. Die hat die IPX7 Klassifikation. So, kommen wir mal zu den Säckchen. Fangen wir bei 1 an. Da ist man schon angenehm überrascht, denke ich, oder? Was da alles so drin ist. Keine Panik, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen durch. Nur mal kurz so aufgeschlüsselt. So. Jede Menge Bändchen, noch so Laschen, 2 Stück fürs Fahrrad, fürs Helm, für den Helm, nochmal für den Helm, irgendwelche Verbindungen hier unten drunter, ne? Kannst dann so auch so einklicken, also jede Menge, ich gehe da jetzt nicht einzeln darauf ein, ähnlich wie GoPro, sage ich mal,
Du gehörst da, glaube ich, rein. Ja. Finde ich schon wirklich viel. Verbindungsmaterial ohne Ende. Für fast alle Gelegenheiten. Was ich jetzt hier vermisse, ist ein Saugnapf. Der ist leider nicht da. Gut, was ist im zweiten Säckchen? Ein Stahlseil. Ja, das kann man wahrscheinlich gut gebrauchen, um alles hier zu sichern. Ich gehe mal davon aus. Ja, das kann man hier vielleicht noch vorher reinmachen. So, einiges an Strapse. Mega, mega, eine Fernbedienung. Sie tut's. Fürs Handgelenk. Ja, wahrscheinlich jedes Mal da, wenn du irgendwo die Actioncam hingebaut hast, wo man nicht so ohne weiteres hinkommt, kannst du hier Fotos mitmachen oder die Videoaufnahme mitstarten. Und ein Putztuch. Ah, und nochmal Ersatzklebepads hierfür. Für die Helmhalterung oder wofür ihr das auch immer braucht. Im dritten Säckchen USB, Mini, Micro-USB auf USB, Ladegerät, doppeltes Ladegerät und jetzt kommt's, ein Akku und noch ein Akku. Das ist mega. Das ist richtig gut. So sieht's aus. Die laden auch beide gleichzeitig auf. Also, Daumen hoch. Also ich denke, dieses ganze Equipment hier kostet bestimmt 30 bis 50 Euro. Das ist inklusive. Das ist inklusive der Kamera. Also Respekt, Akaso, das hat schon mal was. Habe ich eigentlich schon den Preis genannt von der Kamera? Jetzt zum Zeitpunkt des Videos kostet die 139,99 Euro. Also wenn das kein Hammerpreis ist, richtiger Kampfpreis. So, weiter auf dem Tisch. Jetzt kümmern wir uns mal um die Kamera. Also von der Haptik her, vom Gewicht her, macht sie einen hochwertigen Eindruck. Etwas Gewicht hat sie, also liegt gut in der Hand. Ja, Bedienknöpfe sind gut zu erreichen. Du hast jetzt hier noch die Micro-USB und den Micro-HDMI. Da kannst du auch noch Webaufnahmen machen. Gut, jetzt mit dem Touch-Display ist natürlich schäbig. Aber gut, da sieht man alles drauf. Mit der Webcam ist natürlich ganz hervorragend im Moment. In der jetzigen Zeit braucht man die ja des Öfteren. Ne? Stichwort Homeoffice. Ja, bestücken wir sie jetzt erstmal. Dafür musst du hier den Knopf drücken und nach außen wegziehen. Wie gesagt, geht ein bisschen schwer. Die ist ja auch wasserdicht oder wassergeschützt, spritzwassergeschützt. Hier ist noch diese Dichtung drin, die deckt dann den ganzen inneren Bereich ab. Da kommt der Akku rein und hier unten, ich hoffe man kann das sehen, in dem Schlitz kommt die Karte rein. Die MicroSD-Karte muss Class 10 haben oder UHS 1 mit maximal 64 GB passen da rein. So, die packen wir da jetzt mal rein. Dann kommt die da so rein. Mit dem Fingernagel so ein bisschen einklipsen. Dann kommt der Akku rein. Einmal kurz drücken und wieder verschließen. Was auch ganz hervorragend ist bei der Gelegenheit, hier unten haben wir ein 1/4 Zoll Gewinde. Das heißt, du musst das nicht unbedingt
alles in diesem Case reinpacken. Du kannst dann auch so einen Tripod nehmen und den dann praktisch da so anschrauben. So, anmachen. Einmal hier. Dann ist die auch sofort schon da. Jetzt will ich mal hoffen, dass man das einigermaßen gut sehen kann. Hier oben hast du das Symbol für Video, Restlaufzeit. Hier ist der Stabilisator, das Symbol, dass der an ist. Hier hast du dann die Mikrofon ist an und hier die Batteriekapazität, in dem Fall noch ganz voll. Du kannst hier rein und raus zoomen, auch ganz nett, wahrscheinlich für die Webcam. Ja. Hier kannst du deine Aufnahmen abspielen. Hier hast du einen Schnellzugriff auf deine Kameraeinstellung und hier kannst du grundsätzlich deine Einstellung machen. Was die an Aufzeichnungsqualität beziehungsweise die Frames per Second hat, habe ich dir ja schon eingeblendet. Da gehen wir jetzt nicht mehr großartig drauf ein. Ich habe alles mit 4K 30 soweit gefilmt. Dann kannst du hier wieder zurückgehen. Hier kannst du deine Video, deine Sprachaufzeichnung an- und ausschalten. Den Image-Stabilisierung an- und ausmachen. Die Image-Stabilisierung habe ich mal ausprobiert, blende ich dir mal kurz ein. So, 4K 30, normales Laufen. Jetzt rennen. Jetzt wieder laufen. So, dann hast du deine Videoqualität, kannst du hier einstellen mit High, Middle, Low. Ich konnte aber nicht rausfinden, was ist High, Middle und Low an Zahlen. Dann hast du hier noch die Windreduzierung. Die kannst du an- oder ausschalten. Ich hatte sie aus. Auch da zeige ich dir später nochmal Footage, wo man das, glaube ich, ganz gut hören kann. Erstmal zwischendurch eine ganz normale Aufnahme. 4K 30, super Weitwinkel, Tageslicht, Stabilisator ist aus. Teste gerade das Mikrofon und habe sie so als Vlogging-Kamera im Einsatz. Durch den Bildschirm vorne könnte man meinen, das ist ja dafür gut geeignet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie da der Ton ist. Jetzt haben wir relativ wenig Wind, eigentlich gar keinen. Wollen wir mal sehen, ja, wie das alles so performt. Ja, auch das ist eine 4K 30 Aufnahme. Bin gerade noch mit dem Hund unterwegs. Ja. Zumindest reicht der vordere Bildschirm locker aus, um die Szene mal festzuhalten. Ja. Ich werde jetzt noch mal ein paar Tests machen. Wie heißt es? Timelapse. Zeitlupe. Gucken, was so geht. So, ich gehe jetzt nach Hause mit 4K 30 und Stabilisator an. Vom Ton her wird das wohl grottig sein. Aber da war nicht anders zu erwarten von einer Actioncam, denke ich. Zumindest sind das meine Erfahrungen. So. Ja, ein bisschen Licht im Hintergrund, denke ich noch. Runter. Dann soll das auch mal gewesen sein für den Probeshot jetzt erstmal. Hier kannst du noch deine Belichtungszeiten verändern.
So, hier kannst du noch dein Datum an- und ausmachen, Uhrzeiten und dergleichen. So, hier kannst du den Sound einstellen, ob er nur beim Booten sein soll. Gehört. Ja, oder ganz ausmachen. Hier kannst du den Winkel des Objektivs nochmal verändern in Super Wide, Wide, Medium und Narrow. Da blende ich dir auch mal jetzt eben ein Bild ein, wo man das ganz gut sehen kann, wie da der Bildausschnitt dann ist. So, dann hast du hier noch so einen Diving Mode. Das heißt, wenn du hier mit dem Case tauchen gehst, mit dem Case ist die Kamera 40 Meter wasserdicht und ohne eben IPX7, das heißt Spritzwasser geschützt. Akaso sagt auf der Homepage, bis zu 1 Meter Tiefe ist die wasserdicht. Ja, würde bedeuten, ich kann sie mal mit in den Pool nehmen oder mal am Fluss, am Bach, kann sie mir ruhig mal reinfallen. Oder aber mit Sicherheit ist sie dann auch vor Regen gut geschützt. So, dann hast du noch einen Driving Mode. Ja, da kannst du sie praktisch als Dashcam benutzen. So, Upside Down, da kannst du sie einmal drehen, falls sie über den Kopf hängt. Screen Safer, was für eine Frequenz, 50, 60 Hertz, alles pipapo. So, Weißabgleich kann man noch machen, automatisch Tageslicht, Schatten und dergleichen. Datum, Uhrzeit, Sprache kannst du einstellen, Karte formatieren. Also das ist vom Prinzip soweit alles schon eine gute Ausstattung. Wenn du jetzt hier unten kannst du so einen Schnellzugriff machen, da hast du einmal normales Video, dieses Loop Recording, also praktisch fürs Autofahren. Hier kannst du die Timelapse einstellen, direkt aus der Kamera. Habe ich auch getan. Blende ich dir gleich nochmal was ein. Einmal direkt aus der Kamera. Hier kannst du das auch nochmal einstellen, wie lange das laufen soll. Ja. Blende ich dir mal eben ein. Dann haben wir noch die Slow Motion. Da blende ich dir auch mal was ein. Da habe ich einmal jetzt so, wie es hier in der Kamera steht, mit 720p und 120 Frames per Second aufgenommen. Ich habe dann aber auch nochmal mit 1080p und 120 Frames per Second aufgenommen und das dann runtergerendert auf 25 Frames. Blende ich mal eben ein. So, Fast Motion, ja, das weiß ich nicht ganz genau, was das sein soll. Das ist, glaube ich, wenn du langsame Bewegungen machst und was weiß ich, ein Auto vorbeifährt, was schneller ist, dann kannst du das hier irgendwie einstellen. Weiß ich nicht. So, und dann haben wir noch den Wi-Fi. Damit kannst du dich connecten mit deiner Kamera, mit deinem Smartphone. Kannst du einmal hier machen, dann gibt da jetzt ein Signal raus, kannst du dich einloggen. Kannst du aber auch an diesem Knopf Schnellzugriff einmal kurz draufklicken. Dann hast du hier auch Wi-Fi Open. Dann hast du hier den Auslöser, kannst du Film mit aufnehmen. Einmal draufdrücken. Dann läuft es. Wir können ja auch mal wieder auf Normal gehen. Dann ist das hier die schnelle Einstellung. So. Chittle Shaker an. Runter swipen. Und dann bist du wieder da. Wenn du jetzt auf diesen Bildschirm hier wechseln willst, musst du diese Menütaste drücken. Das geht aber leider nicht, wenn die jetzt läuft. Das heißt, wir müssen sie ausmachen. Einmal draufklicken. Dann hier länger drücken.
dann geht der Bildschirm aus und der Bildschirm geht an. Da sieht man auch mal ein Equipment hier. Ist aber kein Touch. Der ist einfach nur zum Gucken. Fotografieren kann die auch. Und zwar, wenn ich in ganz normalen Modus bin und ich swipe einmal von links nach rechts, dann habe ich da jetzt ein Fotozeichen. Und hier kann ich quasi einstellen, was ich oder ja, was fotografiert werden soll. Single, Mehrfachaufnahmen, Langzeitbelichtung, Timelapses. Also mehrere Möglichkeiten bietet sie dir hier. Die Einstellung hast du aber vorhin auch schon gesehen. Jo, das war das Menü von der Akaso Brave 7 LE. Kommen wir mal zum Fazit. Ja, vom Prinzip habt ihr alles gesehen. Die Verarbeitung konnt ihr euch angucken, was ihr für Fotos macht, für Videoaufnahmen macht, Slow Motion, Timelapse. Ihr habt alles soweit gesehen. Ich glaube, da brauche ich nichts mehr zu sagen. USB-C wäre schön gewesen und ein Saugnapf wäre schön gewesen. Ansonsten habe ich an der Kamera nichts zu meckern. Bei der Bildqualität habe ich manchmal den Eindruck, dass sie so im Hintergrund nicht ganz scharf gestellt hat. Aber gut, ihr dürft auch den Preis nicht vergessen. 140 Euro ist aus meiner Sicht ein Tipptopp-Preis für diese Kamera mit der Ausstattung, mit dem ganzen Equipment, was dabei ist. Möchte ich nicht meckern. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, einer oder eine von euch hat die Möglichkeit, diese nochmal selber zu testen. Und das geht ganz einfach. Das machen wir jetzt quick and dirty. Der die gerne haben möchte, schreibt unten unter diesem Video den Hashtag Actionkamera. Ich schreibe das hier gleich nochmal hier unten rein. Und dann kommt ihr schon in die Verlosungs- oder kommt ihr in den Pot der Verlosung. Die Verlosung selber, die findet statt am 10. Heute ist der 5. Geht gleich noch online das Video. Am 10. mache ich dann die Verlosung. Wir sind dann sowieso wahrscheinlich mal unterwegs. Müssen wir mal gucken. Und ja, da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumfloggen. Und in diesem Vlog werde ich dann den oder die Gewinner oder Gewinnerin bekannt geben. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht. Ihr habt ein bisschen was von der Kamera mitbekommen, was sie so drauf hat. Würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Glück auf und tschüss,